über die Zukunft, muss ich gerade ausfallen, reden wir ein bisschen über die Zukunft und zwar über den Fußballmanager 13. Ja, dazu kann ich ja am besten was sagen. Ich werde ihn mir genau zu Weihnachten am 24. Also ich werde ihn mir schon davor bestellen, am 24. bekomme ich ihn dann. Und wir hoffen, dass wir die Gelegenheit nach dem 24. nochmal haben, aufzunehmen. Am 27. oder am 28. Am 27. bin ich nämlich dann fort bis zum 1. Januar. Und es wäre ja schon schön, wenn der Fußballmanager 13 genau am 1. Januar 2013 hochgeladen wird. Also die erste Folge. Das wäre natürlich... Es gibt auch viele neue Features. Es ist wieder was ganz anderes als 12 und 11. Also man kann jetzt zum Beispiel in einem Extra-Menü seinen Kader planen und ein Assistent, der macht das und sagt dann, wie viel besser das jetzt ist als jetzt. Und wurdest du gerade geblitzt? Jetzt wurde ich gerade. Wie viel? 660 Euro? Oh. Ach so, 500. Wir haben gerade die Schweiz erreicht. Ja, endlich sind wir in der Schweiz angekommen. Schweizerland. So, und deshalb müssen wir jetzt Schweizerisch sprechen. Deutsch? Also, nein. Bus? Da ist ein Bus. Ja, und ich muss hier rüber. Rammen. Ich fahre den Bus hinterher. Ja. Ja. So, wir fahren jetzt nach China und tanzen Gangnam Style. Du hast ja was gelabert davon, dass die das Fußballmanager 13 am 1. Januar 2013 kommen soll. Wir könnten ja dann auch im Prinzip aufnehmen und dann lädst du die Folge einen Tag bevor du gehst hoch. Man kann ja bei YouTube einstellen, dass die Folge am Januar oder so erscheinen soll. Das könnten wir dann einstellen, dass die Leute es erst am 1. Januar sehen, oder? Ja, das schauen wir mal. Weil wenn die Folgen ja wieder Übergröße haben, die ich nicht hochladen kann, ist ja auch scheiße, wenn die das dann erst sehen, nachdem du kommst, oder? Ja, wenn der Marcel wird ja wahrscheinlich am 1. da sein, da hofft er, dann wird es ja eh kommen. Ich muss noch schauen und mich erkundigen, was es mit dem Textmodus auf sich hat. Der Textmodus ist jetzt fast genauso wie beim Fußballmanager 12, den wir nicht Let's Played haben. Aber doch schon ein bisschen ganz anders als 11. Und ja. Was machst du denn jetzt? Ich hab ja gebremst, aber irgendwie die bremsen so stark ab. Ich glaube, das wurde auch behoben in einem Update, dass die nicht mehr so stark abbremsen, aber das finde ich immer noch stark. Na gut, LKWs bremsen nicht so stark ab wie Autos. Aber in Wirklichkeit wollte er nur Alarm für Cobra 11 hier nachmachen. Ja. Genau. Und wir werden wahrscheinlich die Methode, die ich vorhin gesagt habe, da. Ja, vielleicht, wenn ich auch nicht da bin, dann ist es ja auch blöd und ich kann wahrscheinlich dich hochladen dann. Dann lädt ja niemand hoch. Außer. Ja, falls. Ich habe nämlich gestern im Internet gesehen, also um so ein bisschen mal auf die SCS-Software, ja oder nein, oder doch, drauf. Das ist gerade etwas laut. Sorry. Naja, weiß ich nicht. Bei mir ist es gerade ziemlich laut. Ja, denn dieser Euro Truck Simulator 2 ist wirklich richtig gut angekommen. Fast besser als der Einser. Ja, viel besser. Und deshalb haben sie jetzt gesagt, sie sind dabei in ein paar Jahren. Oder irgendwann mal auch noch ein drittes Spiel rauszugeben. Aber SCS-Software, ich habe eine Bitte. Und zwar, es ist jetzt nur Europa. Es wäre vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, das auf die ganze Welt zu übertragen. World Truck Simulator oder so. Es gibt ja schon viele Vorgänger von Truck-Simulatoren, wie zum Beispiel Wheels of Steel, Entschuldigung, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe. Und ja. Aber das wär's doch mal. So in dieser Grafik über die ganze Welt, von Berlin nach China. Was sagst du denn dazu?